Jo, Mahlzeit. Kleines Video zwischendurch, mal am Mittwoch. Ja, wir waren gerade auf großer Tour und jetzt machen wir eine ganz kleine Tour. Die ist nur so lang. Und zwar sind wir so lang. Ja, ehemalige Rennstrecke. Einer der ersten Rennstrecken in Deutschland, in Dessau. Auch eigentlich durch Zufall erfunden, weil wir waren hier und da und da war dann so eine Markierung bei Google Maps, Sehenswürdigkeit. Ja, davon soll bloß nicht mehr viel übrig sein. Wir gucken mal, ob wir das finden. Ich habe mir gedacht, gut, machst ein kurzes Video. Ist ein Mittwochsvideo, ihr wisst, Mittwochs kommt immer so. Und ja, vielleicht wisst ihr ja was darüber. Könnt ihr dann gerne in die Kommentare schreiben. Ich versuche euch was zu erzählen, was ich bei Wikipedia weggemobst habe. Und ja, viel Spaß bei dem kurzen kleinen Video. Ja, und mit dabei seht ihr ja, ne? Marvin, Saskia, Kind. Moin. Serafin. Moin, hat er gesagt, ey, ganz cool. Und da liegen Kastanien. Hier sehen wir auf jeden Fall ein Stück alte Straße. Ob das was mit der Rennstrecke zu tun hat, weiß ich nicht. Ich denke nicht. Ich denke auch nicht. Nebenan hört man bestimmt, das ist die Landstraße. Und das ist auch die Zufahrt zur Autobahn. Und die Autobahn, glaube ich, ist auch ein Teil der Rennstrecke. Das wurde halt nur neu gemacht. So, hier haben wir eine Anhöhe. Das kann sein, also ich sehe auch Betonreste. Und das ist auch das, was ich bei Maps auf Bildern gesehen habe. Das ist eigentlich nur das, was hier übrig geblieben ist. Da hinten. Da hinten, da ist so grün bewachsen. Entweder das ist ein Baumstumpf oder sind Ziegel. Das ist ein Baumstumpf, Benno. Ja, ist ja gut, Mann. Ein Stein kann auch grün bewachsen werden. Ja, sein. Ein Stein ist nicht so. Ja, ist ja gut. Schreib mich nicht an. Hier, guck da überall, aber das sind Steine hier. Steine. Ja, das muss das hier sein. Hier ist ein Stein mit Nummer 21. Ist das eklig, hier durchzulaufen. Ja, kann man das hier irgendwie sehen? Das ist ganz schön nebelig. Ich sehe gerade, dass mein Objektiv ein bisschen beschlagen ist. Aber Sie sehen, sehen Sie nicht. So, jetzt müsste man wieder ein bisschen mehr sehen. Hier sieht man eine Anhöhe. Ist nur jetzt ein bisschen schlecht durch die Bäume. Das muss hier die Steilkurve sein. Die zieht sich hier rum. Da hinten ist die neue Landstraße. Und auf der anderen Seite geht die Straße rum. Und auch die Autobahn. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, man kann hier ein bisschen mehr sehen. Das Einzige, was hier mal zwischendurch ist, hier liegen Betonfetzen rum, Steine liegen hier rum. Ob das jetzt mit der Bahn zu tun hat, keine Ahnung. Ja. Das hier ist die Steilkurve. So, ich versuche hier mal eine kleine Zusammenfassung zu machen. Also das da hinten auf jeden Fall, das ist die ehemalige Steilkurve. Hier liegen überall noch so ein paar Betonfetzen rum. Also ja. Der Dessauer Abschnitt der Autobahn A9 wurde bereits bei der Planung der Reichsautobahn als Rekordstrecke vorgesehen. Die Autobahn besitzt in diesem Bereich keinen Mittelstreifen und die Brücken über die Autobahn wurden als pfeilerlose Stahlbogenbrücken ausgeführt. Auf der Frankfurter Rekordwoche 1937 startete der Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen Fritz Todt, sollte einigen von euch ein Begriff sein, der sich damit auseinandersetzt mit der Zeit, den Rennfahrern einen kurzen Besuch ab und verbreitete frohe Botschaft. Beim Bau der Berliner Reichsautobahn Berlin-Halle-Leipzig war in der Nähe von Dessau ein Straßenbelag aus Betonplatten geplant. 25 Meter breit, 10 Kilometer oder auch 10 Meilen lang, ohne Kurven. Der ideale Belag für neue Hochgeschwindigkeiten. Im Februar 1938 stellte Rudolf Caracciola, was auch immer, auf der Reichsautobahn bei Dessau mehrere internationale Rekorde auf. In einem Wagen mit Vollstromlinienkarosserie erreichte er am 9. Februar 1939 bei fliegendem Start bei einer Übermeile einen Scheiß, verdammte Kacke, ich hab mich gerade voll verhauen, weil ihr mich durcheinander bringt. Ja, weil ihr einfach da steht. Also nochmal. Ja.
einen durch... Jetzt fange ich mal von vorne an. In einem Wagen mit Vollstrom-Linienkarosserie erreichte er am 9. Februar 1939 bei fliegendem Start über eine Meile einen Durchschnitt von 399,6 km/h. Ein anderes Projekt konnte kriegsbedingt nicht mehr verfolgt werden. Bei Mercedes-Benz plante man den Bau eines Weltrekordwagens mit einem 12-Zylinder-Flugzeugmotor und über 3000 PS Leistung. Dieser Wagen sollte den absoluten Geschwindigkeitsrekord nach Deutschland holen. Der deutsche Rennfahrer Hans Stuck sollte mit dem Mercedes-Benz T80 die sagenhafte 600-Kilometer-Grenze durchbrechen, und zwar auf deutschem Boden. Obwohl damals alle Rekorde in den USA auf dem Salzsee in Utah gefahren wurden. Man war der Meinung, dass die ca. 22 Kilometer lange gerade Strecke auf der Reichsautobahn zwischen Dessau und Halle dafür ausreichen würde. So, das kurz zur Geschichte zu diesem Stück Autobahn, was nicht mehr vorhanden ist. Doch schon, aber nicht mehr diese Kurve. Die Steilkurve ist weg. Gut, in dem Sinne würde ich sagen, wir gehen jetzt zurück zum Auto. Meine Linse beschlägt schon wieder. Ja, es ist nass feucht. Und es ist feucht. Sehen, was das hier ist. Ja, das könnt ihr dazu noch gehört haben. Hier ist ja überall, das ist ja alles Schutt, was hier liegt. Ja. Haben sie abgerissen und das ist halt das Stück, was hier so geblieben ist. Das war's. So, jetzt nehme ich die hier mal weg. Ja, mir besteht, schlägt hier ständig die Linse. Das ist auch ein Foto, wie das früher ausgesehen hat. Naja, im Idealfall habe ich jetzt so ein Video Fotos mit eingefügt. Das weiß ich aber nicht, weil das sehe ich erst zu Hause. Ja, Leute, kurzes kleines Video. Ja, hat zwar weniger mit Lost Place zu tun, oder naja, es ist ein Rotten Place, ein zerrottetes Rotten Place. Aber ist halt ein Stück Geschichte, ein Stück deutsche Geschichte. Wenn es euch interessiert hat, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr selber was darüber wisst, schreibt mir eine Mail oder schreibt was in die Kommentare. Demnächst gibt es auf jeden Fall mit Marvin eine Tanzeinlage. Ihr habt es ja gesehen, er hat schon mal vorgesteppt. Was mit drauf? Ich glaube, das war jetzt mit drauf, ja. Geil. Ja, und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt hier zurück zum Auto und planlos geht's weiter. Nach Hause oder sonst wohin. Leute, haut rein und auch hier. Tschüss. Ja, mein Gott, ja, mein tschüss. Hat mein Knie gerade fast Schüsse gesagt. Mein Knie hat fast Schüsse gesagt, ne? Ja. Hier ist so ein Krankenhaus in der Stadt. Und wenn ich schien, werde ich hier mit einem Brett oder so. Gut, Leute, haut rein, tschüss.